herzlich willkommen bei NDA, der neuen deutschen Abendunterhaltung. Heute beginnen wir mal mit einem kleinen Schmankerl, wie ich es gerne nenne. Wir haben im Verlauf der letzten Monate und Jahre haben wir Fragen bekommen bezüglich unserer Sendung. Wie macht man eigentlich eine Late-Night-Sendung? Was wird da produziert? Wer sitzt an welchen Gewerken und wo werden eigentlich diese ganzen genialen Gags hochgekocht, sag ich mal? Und ich habe mir gedacht, ja, wir könnten jetzt antworten, ne? Ist ein bisschen langweilig. Nee, ich nehme euch mit in die Redaktion, in die heiligen Hallen von NDA und wir werden einfach mal gucken und die Gewerke selbst besuchen und die Verantwortlichen mal fragen, was sie eigentlich hier tun. Und das machen wir jetzt. Kommt mal mit! Beginnen tun wir natürlich, ja, ich sag mal, beim Herzstück einer jeden Late-Night-Sendung, den Moderatoren. Wir haben hier ein wunderbares Exemplar eines solchen Moderators. Sag mal du, was machst du denn eigentlich bei NDA? Hauptsächlich muss ich mich einfach auf die Gäste vorbereiten. Also es muss ja immer ein bisschen recherchiert werden, dass man gute Fragen hat für die Leute. Und das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe hier, ja. Ah, das klingt mega spannend. Wir haben nicht nur einen Moderator, sondern wir haben zwei Moderatoren. Wir fragen mal den zweiten. Sag mal, du, hi, was ist deine Aufgabe eigentlich bei NDA? Ja, ich habe hier gerade den Sendungsablauf, den sogenannten Rundown vor mir liegen und gehe da nochmal die Zeiten durch und gucke, dass das alles passt. Ah. Ja, da sieht man, Moderatoren sind natürlich unablässlich für eine solche Late-Night-Sendung. Die Dynamik zwischen den beiden muss natürlich sitzen, die müssen sich gut verstehen. Deswegen sitzen die auch so nah aneinander, damit sie auch einfach im Kern immer schön voneinander wissen und sich die Gags, ich sag mal, zuschieben können. Aber eine Late-Night-Sendung braucht natürlich auch eine Redaktionsleitung. Jetzt wird's natürlich ein bisschen, ich sag mal, es geht über meinem Paygrade, wie man so schön sagt. Die Redaktionsleiter, wir wollen mal reingucken. Ich weiß nicht, ob sie gerade Zeit haben. Ich will auch nicht gefeuert werden. Wir gucken mal einen Blick da rein in die Redaktionsleitung. Entschuldigung, kann ich euch ganz, darf ich euch? Okay. Okay, sorry, das tut mir leid, das ist natürlich, ja, das kann mal passieren, das ist die Redaktionsleitung, da will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht meinen eigenen Kopf riskieren, da rausgeschmissen zu werden aus der ganzen Nummer. Ja, aber um es euch kurz zusammenzufassen, weil sie keine Zeit haben, also Redaktionsleiter sind dafür da, um das Ganze, ich sag mal, die ganzen Gewerke zusammenzuhalten, ineinander zu, ja, schieben und zu gucken, ist denn genug Geld für die Sendung da? Denn wir wollen ja auch mit Sponsoren arbeiten, mit ein bisschen Werbung platzieren, damit das ganze Budget da ist für den ganzen Quatsch, den wir uns so ausdenken. Aber wir haben diesen ganzen Quatsch, den wir uns ausdenken, natürlich auch immer in Form von Videofiles da und die müssen natürlich geschnitten werden. Und das ist ein weiteres großes Gewerk einer Late-Night-Sendung, die sogenannten Cutter. Wir gucken mal, wir haben ja ein solches Exemplar. Du, darf ich dich ganz kurz stören? Ganz kurz, ja. Hi, du bist Cutter bei NDA. Sag mal, was ist denn so deine Aufgabe? Was machst du eigentlich? Ja, ich habe hier gerade einen Beitrag, der noch geschnitten werden muss. Da müssen noch Blenden rein. Das Ganze muss noch rausgerendert werden und dann kann das nachher laufen in der Sendung. Ach Mensch, na toll. So, wir haben nicht nur einen Cutter, sondern zwei Cutter. Wir haben hier noch einen anderen. Du, sag mal, hi, wenn ich dich kurz stören darf, was machst du eigentlich so bei NDA? Ich bin erkältet und mein Plugin funktioniert nicht. Muss ich hier mehr sagen? Ja, das kann natürlich auch mal passieren. Die Laune ist natürlich manchmal auch ein bisschen am Boden. So eine Sendung ist stressig. So eine Sendung muss jede Woche geschnitten werden. Die Beiträge werden ja nur noch so rausgeballert von den Redakteuren. Und dann kann es mal passieren, dass man vielleicht auch ein bisschen schlechte Laune hat. Aber um es euch nochmal kurz zu erklären. Ja, Cutter sind extrem wichtig für so eine Sendung. Die Beiträge müssen geschnitten werden. Die Beiträge müssen sitzen. Aber diese Beiträge müssen natürlich auch beworben werden. Wo macht man das? Natürlich, Leute, im Internet. Wir sind natürlich Social Media mäßig schon längst mit weit vorne. Immer sind wir in den Trending Charts. Man sieht ja schon an seinem Lächeln, er weiß, dieser Mann weiß, wie man Trending Hashtags macht, wie zum Beispiel Hashtag Bällebad. Sag mal, wenn ich dich kurz fragen darf, Social Media bei NDA, was machst du eigentlich so genau? Also für die neue Staffel wollen wir so ein paar Sachen ausprobieren, mal eine Umfrage auf YouTube starten. Also hat ganz gut funktioniert mit den Annotations, ne? Das war doch ganz okay. Oh, haben wir noch einen zweiten Social Media Redakteur? Ja. Annotations lief richtig gut. Wir hatten mit Vero jetzt eine kleine Talfahrt, aber sind jetzt wieder auf Kurs, auch bei Facebook wieder. Ja, ja. Twitter läuft auch gut. Das ist doch sehr schön. Ja, also Social Media haben wir natürlich, ja, ich sag mal, gepachtet. Ne? Wir sind eigentlich kontinuierlich in den Trends drin und das läuft. Also das ist auch mal ein kleiner Einblick in diese, ich sag mal, Etage. Ja, zum Abschluss vielleicht nochmal einen kleinen Einblick. Wir haben einen neuen Mitarbeiter bei uns, das ist Marc Lehmann. Ja? Der ist von Game 2 gekommen, der eine oder andere wird es vielleicht kennen und ist jetzt bei uns bei NDA gelandet, sag ich mal. Du, Marc, wenn ich dich ganz gut stören darf, was ist denn eigentlich so deine Aufgabe hier? Ja, ich bin die Pointe. Oh.
Und um Restlich und der Felix, der ist auch mit von der Party. Und ich, alte Mauer, und ich, das ist die neue deutsche Abendroute. Herzlich willkommen zur neuen deutschen Abendunterhaltung. Grüß Gott, hallo, hey. Ah ne, da ist ja gar keiner drin. Das, die Leute geben mir schon nicht mehr die Hand. Unglaublich. War so ganz kurz, einen ganz kleinen Andeuter. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, schön, dass du da bist. Lars, schön, dass du wieder da bist. Ach Mensch, können wir das überhaupt noch, Andreas? Kriegen wir das überhaupt noch hin? Ich bin vorhin ins Studio reingekommen und dachte, ja doch, ich habe wieder Bock. Und ich hoffe, ihr da draußen habt auch Bock. Wir waren ein paar Wochen weg, wir sind jetzt wieder da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und Andreas, wollen wir gar nicht lange rumschnacken. Ja. Soll ich die Akte vielleicht schon mal öffnen? Ja, aber Vorsicht, die Sendung ist heute wirklich pickepacke voll. Ist das so? Leicht umgestellt, oder? Also ganz leicht umgestellt. Minimal, nur, ja, nur eine Nuance. Bin ich natürlich vollkommen verwirrt. Ihr Lieben, wir haben heute ganz tolle, fantastische Gäste für euch. Acts haben wir hier. Die Wundertütenfabrik heute hier live bei NDR. Ja. Außerdem, Lars, sind wir angetreten zu einem der größten Kochwettbewerbe unserer Zeit. Mal sehen, wer da den kürzeren gezogen hat und wer den längeren gezogen hat. Das Sahnehäubchen wird Prada Meinhof ja hier zum Schluss bei dieser fantastischen Live-Sendung liefern. Schön, dass Krass ihr uns unterstützt mit einem Like. Marco hat gesagt, wir sollen das am Anfang der Sendung sagen. Also sage ich das am Anfang der Sendung. Aber letztendlich müssen wir natürlich trotzdem schauen. Wir waren ein bisschen in der Pause. Wir haben eure Kritik zu Herzen genommen. Andreas, wir haben schon gemerkt, da musste man ein bisschen was tun. Ja, also es ist ja so, dass wir manchmal den Ruf haben, so ein bisschen kritikresistent zu sein. Aber es ist wirklich nicht so. Wir machen uns Gedanken. Wir haben jetzt fast 40 Sendungen NDA hinter uns. Wir hatten richtig gute Specials. Wir hatten vielleicht ein paar Folgen, die ein bisschen unrund gelaufen sind. Aber wir sind immer bereit, uns zu verändern, uns neu zu erfinden und uns anzupassen an den Gegebenheiten, ne? Deshalb hatten wir einige Sitzungen wirklich mit allen Abteilungen hier im Haus und haben uns überlegt, okay, wie können wir die Sendung noch runder machen? Was können wir verbessern? Wo hakt's? Wieso haben wir nicht die 100.000 Klicks pro Sendung? Ich habe tatsächlich auch privat mit Frank Betzinger telefoniert, habe geguckt, ob er uns ein paar Tipps geben kann. Hat uns auch so ein bisschen in Richtung gelenkt, aber das allein hat nicht geholfen. Wir mussten wirklich alles geben. Wir mussten große Veränderungen durchführen. Es ist krass, wollen wir es wirklich machen? Weil wenn wir es jetzt einmal sagen, dann können wir es nicht mehr zurücknehmen, ne? Es ist heftig, weil es greift schon wirklich ins Innerste dieser Sendung und wie sie funktioniert ein. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob die Leute danach nicht sagen, ey, mit so viel Veränderung komme ich nicht klar. Ja. Ey, das ist nicht mehr das NDA, das ich zu lieben gelernt habe. Das ist für mich eine ganz neue Show. Aber wir müssen manchmal mutige Schritte gehen. Wir müssen manchmal wirklich alles umschmeißen, um hier eine geile Show auf den Sender zu bringen. Fuck it, komm, wir probieren es. Sollen wir es machen? Ja. Ich kann euch eins sagen, das Geheimnis, der große neue Plan von NDA, Staffel 4, ne? 4, ja. Staffel 4, steckt unter dieser Haube. Es klingt absurd, dass so viel Änderung unter dieser Haube, ist es eine Haube? Unter diesem Laken steckt, aber es ist so. Und seid mit dabei, liebe Leute. Haut in den Chat ein Trommelsymbol, denn jetzt wird es spannend. Ich werde jetzt enthüllen. Ich werde nun die Änderung euch präsentieren. Bereit? Ja. Oh! Was? Ein neuer Hashtag? Ein neuer Hashtag? Wie, schau mal, das ist alles, was uns eingefallen ist, oder was? Bällebad mit Ä. Hashtag mit E. Bällebad. Damit wollen wir nun die Charts erobern, die Trends erobern von Twitter. Und wir kriegen's hin. Hashtag Bällebad. Gratuliere an den National Diversity Award. Ihr habt den Krieg gewonnen. Wir überlassen euch das Hashtag NDR. Hashtag Bällebad. Also ich denke, wir haben die Zeit gut genutzt, die Pause von NDR. Wir haben jetzt hier Neuerungen reingebracht. Hashtag Bällebad. Wir können kurz auf den Chat schauen, wenn er nicht hängen geblieben ist. Also der Chat ist in irgendeiner Weise immer ein bisschen hängen geblieben, aber Der eine oder andere hat es vielleicht auch hinten schon gesehen gehabt, den neuen Hashtag tatsächlich. So, ihr müsst mal hochscrollen. Hier auf der Scheibe kann ich das, glaube ich, nicht. Kann man den Wolke klauen? Hä?
Jetzt siehst du eben im Chat schon, während des Code-Opens dreimal ist Andreas fetter geworden. Auch das ist natürlich eine der Änderungen, die ich mit in die neue Staffel bringe. Okay, ich würde hier so gerne scrollen, aber egal. Ja. Ja, das wird gleich passieren, dann könnt ihr das alle... Ach du Scheiße, ist das erbärmlich. Jetzt wird nach oben gescrollt auch noch. Nee. Jetzt sind wir hier gleich wieder bei Moin Moin Kommentaren. Ja. Nach unten müsst ihr gehen. NDA Hannes ist immer unten. Hannes ist King, lese ich jetzt schon wieder, ja. Aber es ist ja nicht alles. Wir waren hier nicht komplett untätig, denn wir haben auch schon etwas vorproduziert, was richtig geil war. Ja, Andreas, das war eine große Neuerung. Auch das war eine große Neuerung. Es war ein großes Projekt, auf das wir uns eingelassen haben. Und zwar, und das seht ihr am 8. Mai, das können wir schon mal anteasen, am 8. Mai seht ihr die Leute, die Karten gehabt haben, herzlichen Glückwunsch für alle anderen, am 8. Mai seht ihr auf dem Sender das große NDA Stand-Up-Spezial. Ja, mit Lena Kupke, Aurel Merz, Donny O'Sullivan und Andy Strauß. Und es war wirklich ein krasser Abend. Wir sind reingekommen, das Publikum war relativ kalt, relativ ablehnend, weil sie einfach schon 4 Stunden da in der Location saßen. Publikum war so kalt, ich dachte, das bin ich jetzt hier im Reddit oder so? Sind es Reddit-Zuschauer oder haben die wirklich Bock auf NDA? Stimmung ist dann gekippt und wir waren auch sehr aufgeregt, denn wir haben ja auch ein bisschen so durch die Hintertür auch Stand-Up gemacht. Genau, ich muss sagen, das war so ein bisschen meine Angst. Ich habe gesagt, Stand-Up, das ist nicht mein Ding so. Ich habe das schon mal probiert, werdet ihr dann in der Sendung sehen, diese Geschichte. Und das ist einfach nicht mein Ding, das gefällt mir. Ich mache andere Sachen sehr gerne. Und ich hatte wirklich, ich war richtig Schiss. Also ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich habe gesagt, Andreas, ich mache an diesem Abend kein Stand-Up. Wir werden die sichere Nummer machen, wir werden ganz normal moderieren. Ja, und einen Tag vor der Sendung meintest du dann, ey, wir machen doch Stand-Up zusammen, ich habe was geschrieben, was hast du? Und ich so, ey, ich habe nichts vorbereitet, schnell noch irgendwie was zusammengeklüppelt aus ein bisschen Chauvinismus und so, aber es hat ja gut funktioniert. Ja, tatsächlich, also ich dachte dann, komm, wir müssen das einfach mal, wir können nicht einfach nur an- und abmoderieren, wir müssen ja ein paar Sprüche bringen. Und ich habe mich dann überwunden, wirklich gesagt, scheiß drauf, das ist die größte Angst deiner Karriere bisher, ist Stand-Up, mach's einfach. Und es hat, wie du gesagt hast, schon ganz gut funktioniert, also wir haben nicht gebombt, wie man so schön sagt, mir ist der Text nicht entfallen. Und deswegen war ich danach einfach nur noch glücklich, stolz und froh, dass es funktioniert. Wir lagen uns alle in den Armen, die Situation nach dem Stand-Up war harmonisch, bis ein guter Freund mich ansprach. Ja. Hannes. Der gute alte Hannes. Okay, darauf willst du ihn auch. Hat nach der Sendung, als wir alle wunderbar gelaunt waren, gesagt: Du Lars, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber Andreas Stand-Up war ja gut, aber für dich ist das nichts. Das ist dieses Feingefühl, von dem man immer spricht, ja. Und ich muss wirklich sagen, dadurch, dass. Ja, Hannes, ganz kurz, hast du irgendwas dazu zu sagen? Ja, ich habe ja im Vorhinein gesagt, nichts gegen dich oder nicht persönlich nehmen. Danach kann man immer alles. Ja. Nimm es einfach nicht persönlich. Aber das ist die Regel, ja. Ja, aber das erklärt auch, dass du mir dann nachts noch so eine WhatsApp geschickt hast, wo dann so stand, ey, du bist mein Anker und es ist richtig geil, dass wir es gerockt haben und ich bin jetzt doch ein bisschen traurig wegen dem, was Hannes gesagt hat und so. Jetzt macht das alles Sinn. Ja, und was hast du darauf geantwortet? Darf ich das mal kurz zitieren, was du geantwortet hast? Auf meine lange Nachricht, ey, ich habe gerade Kritik bekommen und so, eigentlich ging es mir gut, aber jetzt geht es mir richtig schlecht. Andreas Links schreibt mir zurück. Pfft. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Hannes fand mich geil. Ja. Hey, ihr seid ihr. Oh nee. Oh nee, auch noch jetzt, ey. Andreas, guck mal, auch wieder da. Ja, hör mal. Carmen Geis akzeptiert Farid Bang nicht als Deutschen. Oh, dabei besteht allein ihr Gesicht zu 70% aus polnischen Einzelteilen. Unterstützung kriegt sie dabei aber von ihren Töchtern Shinara Tira und Davina Shakira. Warte. Tom Kaulitz, der von Tokyo Hotel. Der ist in die uralte Heidi Klum verliebt. Pass auf, Tom. Ich sag dir mal was, ne? Wenn ihr das gerade auf Fink ausgeht, dann musst du wirklich noch durch den Monsun. Ach, also komm, das ist jetzt geschmacklos. So, lieber Florian. Das ist einfach geschmacklos. Wieso war Flo eigentlich bei unserem NDA-Stand-Up-Spezial? Und war die ganze Staffelpause da auch da unten? Oder ist er zwischendurch mal nach Hause gegangen? Kann natürlich auch sein, kann natürlich auch sein. Andreas, wir haben noch eine andere Sache. Ja, richtig. Die Zwillinge von Worldwide Wohnzimmer, Benny und Dennis, waren bei uns zu Gast im Chat-Duell. Wir haben gesagt, Moment mal, bleibt mal hier. Habt ihr nicht Bock, euch hinzusetzen und zu beleidigen? Dann haben sie gesagt, ja klar mache ich das. Was dabei rausgekommen ist, das Ganze nennen wir Dissfest. Ihr könnt gleich noch
abstimmen, wer das Dissfest gewinnen soll, eurer Meinung nach. Hier jetzt erstmal die Beleidigungen von Benny und Dennis. Benny hat ein schwarzes Oberteil an. Und sitzt rechts. Du Bildleser, du Bild-Plus-Abo-Besitzer, du Playboy-Abwedler, du Playboy-Abonnent, du, wer war denn schon im Playboy-Googler? Du DSDS-Fan, du Googler Janet Biedermann im Playboy, du RTL-Facebook-Seite geliked-Fan. Was? Ja, RTL-Facebook-Seite, hast du geliked. Du von der Ex-Freundin Betrogener, du von der Ex-Freundin Verlassener. Du Säufer, du Woche, du Quartalsäufer. Hast du nicht damals mit 6, 7, 8 Jahren an deiner kleinen Mini-Eichel eine Entzündung gehabt, dass du kleine Waschläppchen nehmen musstest? Die weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hast du nicht entzündete Brustwarzendrüsen gehabt? Ja, aber es ist Pubertät. Okay, klar. Hast du dir nicht an der Bierflasche den Zahn ausgeschlagen? Ja, wegen dir. Hast du nicht damals bei Sensation Y 2011 bei der Silvesterparty komplett weißes Outfit, hast du nicht geschurzt? Und da hast du einfach weitergetanzt? Das weiß ich noch. Ja, kann sein. Hast du nicht damals alle Katy Perry-Alben durchgehört beim Zeitung und Austragen? Und hast es erst vor einem Jahr zugegeben? Ja, war das nicht so? Hast du nicht eine CD von Big Harry gekauft? Ja. Warst du nicht auf lebenserwartung.de und hast deine Lebenserwartung getestet? Hast du nicht schon abgelaufenes Essen aus der Mülltonne gegessen? Nein, das war nicht bei dir zu Hause? Doch, ja, das war abgelaufen. Ja, ich habe aus der Mülltonne gegessen, aber es war nichts abgelaufen. Nee? Nein. Was denn zum Beispiel? Ist die Sache. Käse? Wurst? Aufschnitt? Dann Produkt deines bekannten Hühnchenladens. Wolltest du nicht mal hier oben in die Augenbraue so ein Piercing reinstechen? Weil das Shay Ham von Broses auch hatte? Bist du nicht derjenige, der sich einen Sack nach hinten klemmt, um auch mal so zu signalisieren, wie es aussehen würde, wenn er keinen Penis hätte? Nein, das hast du mir noch gestern Abend noch erzählt. Da verwechselst du mich. Ja, mit deiner Freundin, stimmt. Absolut unlustig. Ui, also heute läuft's. Ja, sehr gut. Ja, Benny und Dennis im Dissfest, zwei Zwillinge. Zwei Zwillinge, die einen Zwist haben. Zwei Zwillinge sogar. Die einen Zwist haben. Das war ja ein Zwilling, glaube ich. Hier. Also Zwistan und Isolde. Ja. Ihr dürft jetzt natürlich abstimmen. Wer hat hier besser geroastet? War das etwa Benny? Dann schreibt in den Chat Ausrufezeichen NDA Benny. War das etwa Dennis? Ausrufezeichen NDA Dennis. Wie gesagt, der Rechtssitzende war Benny. Und das haben sie ganz toll gemacht. Und gleich nach der Werbung haben wir noch richtig viel zu tun. Ja, was denn? Was denn? Unter anderem Musik von Prada Meinhof. Wir haben die Wundertütenfabrik in voller Gänze da. Und wir erfahren, wer das Dissfest gewonnen hat. Außerdem noch Kitchen Impossible. Es wird Pocket Beats kommt heute nicht. Ja, doch, später. Bis gleich. Hashtag Bällebad. Yeah. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da, NDA. 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 Wir sind wieder da, NDA. Auf meinen Lippen und Sahne.
einer Gurgel. Die neue deutsche Schelle, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zur neuen deutschen Abendunterhaltung. Wunderschön, dass ihr noch am Start seid. Hashtag Bällebad. Die große Neuerung hier bei NDA. Das hat slick funktioniert. So, wir wollen noch ganz kurz auflösen. Wer hat denn eurer Meinung nach das Dissfest besser gespielt? Der gute Benny oder der gute Dennis? Und wir schauen hier mal aufs Ergebnis. Wer hat Dissfest gewonnen? Dissfest gewonnen hat ganz knapp. Na gut, Dennis, eindeutig eigentlich. Mit fast 60% hat Dennis gewonnen und Benny hat nur 41% reingeholt. So, jetzt kommen wir zu unserem ersten Gast, beziehungsweise zu dem Repräsentateur unseres Acts, den wir heute hier begrüßen dürfen. Ich bin sehr froh, dass Sie heute hier sind. Ich war vor ein paar Monaten auf der Live-Show von der Wundertütenfabrik und wir fanden das so geil und es finde ich sehr schön, dass es in so kurzer Zeit dann funktioniert hat, dass wir hier heute Sie begrüßen dürfen. Deswegen sage ich Hallo! Sandro von der Wundertütenfabrik. Hallöchen, ja, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, ab ins Bällebad mit dir. Hallo, einmal in meine Mitte. Alter. Yeah. Hallo. Oh, das war ja rasant, da muss ich mich fast beeilen. Ich kann Hallo leider, Sandro. Ich kann leider nicht mehr weg hier. Ja, perfekt, das ist gut. Das sieht doch schon bequem aus. Ja. Ganz kurz, ein paar aufmerksame Zuschauer werden dich vielleicht wiedererkennen. Du warst nämlich schon mal hier in diesem ja, Hause. Ja, das stimmt. Das Was stimmt. War das? Ich bin im Nebenberuf Hip-Hop-Musiker und habe eine Band, die heißt Manfred Groove. Und da war ich schon mal hier. Ah ja. Also Weile her schon, aber. Wer sich erinnern kann, schön in die Kommentare schreiben. Ich kann mich daran erinnern. Erzähl mal ein bisschen Wundertütenfabrik. Was ist das überhaupt? Ja. Wir sind so ein paar Leute, die Internetquatsch machen. Also wir machen irgendwelche Videosachen und haben halt so einen Kanal, der heißt Lux an Wunder. Und haben wir so unterschiedliche Formate, alles gehobener oder gesenkter Unfug. Also ihr habt so viele unterschiedliche Formate, dann alles im Internet und Quatsch mal. Wie soll sowas eigentlich funktionieren, oder? Ja, ist ein Algorithmus-Albtraum. Ja. Seit wann gibt's euch? Also wir sind so eine Gang, die irgendwie, wir haben das so als Spaßding angefangen, irgendwann mit so einer Serie, die korrekte Aussprache. Mhm. Und dann wurde das irgendwann ein bisschen größer und dann mussten wir irgendwann liefern. Und dann war so, das war vielleicht vor 3 Jahren oder so und dann wurde es immer so ein bisschen mehr. Und inzwischen machen wir so 5 Clips pro Woche. Also ist dann irgendwann so, ja, kam dann so der Zugzwang. Ihr seid auch ganz schön am Wachsen. Also jeder, der noch kein Abonnent von Wundertütenfabrik ist, sollte das schleunigst nachholen. Und wir waren ja auf der Live-Show. Wie kam es dazu? Weil man ja eigentlich eher dann so von großen YouTubern wie zum Beispiel den Rocket Beans es gewohnt ist, dass sie Live-Shows machen. Aber wie kam es dazu? Ein bisschen zu stark, ja? Wir sind noch im Game. Ja, dadurch, dass ich irgendwie eigentlich Hauptberufsmusiker bin, kenne ich die Leute von dem Club, wo wir das gemacht haben. Und dann haben wir das überlegt, eigentlich sollte man das mal auf die Bühne bringen. Und ich habe so ein bisschen die Infrastruktur stehen mit den entsprechenden Musikern und so. Ja. Und dann wurde irgendwie so ein Termin abgesagt. Okay. Gesagt, ja, dann nehmen wir den. Ja. Und dann mussten wir das überraschend schnell irgendwie auf die Beine stellen. Ähnlich wie ich an diesen Moderationsjob gekommen bin. Ja, genau. Tatsächlich. Jede Woche aufs Neue. Ja, jede Woche. Das kann man hier kaufen, ne? Kann man vielleicht auch mal sagen. Hier gibt es dann Wunder. Ein wunderbares Produkt. Ein tatsächlich wunderbares Produkt. Wollen wir mal ein bisschen was sehen, ne? Wie das dann aussieht. Du hast ja deine Kumpane mitgebracht, dein Kollektiv mitgebracht. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein in das ersten Live-Sketch hier. Bitteschön. Dich sehen wir später auch noch. Ja. So, hallo und herzlich willkommen zu der Cucina Coppola. Mein Name ist Salvatore Salomonellico und heute machen wir ein sehr leckeres Rezept für die Suppe di Pepro Verde. Dazu brauchen wir 4 Moretti, 3 Caravaggio Bambole, dann brauchen wir 200 Gramm Cacciuto Barolo, 400 Gramm Bilo Ballare und 800 Gramm Alta Lavellala. Dann brauchen wir sehr gute, wie diese sehr aromatische Käse von Enzo Branuto, 2 Parmigiano Reggiano Alala und 1 reife Salame Scimmia. So, das war die Zutaten. Jetzt machen wir die Zubereitung. Nehmen wir hier den Topf darüber. So, ist ein bisschen weniger Blatt auf der Teller, aber machen wir gut. So, dann fangen wir an mit der Birra Moretti. Machen wir so in den Topf rein. Dann nehmen wir die Bilo Ballare, Cacciuto Barolo und Alta Lavellala und mischen wir so gut zusammen, dass es sehr gut mischt. Und diese Mischung von Cacciuto Barolo, Alta Lavellala und Bilo Ballare machen wir zusammen mit der Caravaggio Bambola hier in den Topf rein. Dann nehmen wir ein bisschen von der Enzo Branduto, machen wir hier so rüber. So. Dann nehmen wir die Parmigiano Reggiano, machen wir vorsichtig rein, dass er nicht platzt. Und dann nehmen wir am Ende die Salame Scimmia, machen wir in den Topf.
So, muss man ungefähr kochen vor 50 Minuten. So, 50 Minuten sind rum. So, abschmecken machen wir mit Senf. So. Mmm, ist lecker. Buon appetito da und viel Spaß bei der nackten Kochen. Das war der erste Vorgeschmack. Wir werden im Laufe der Sendung noch ein paar kleine Auftritte sehen von der Wundertütenfabrik, auch von dir noch, Sandro. Jetzt das war Lieder Friedrich, ne? Ja. Kollege. Ja, ja. Und jetzt kommen wir erstmal zu einer eigenen Sache, die wir auch noch gemacht haben. Und zwar geht es um, ihr kennt das Erfolgsformat Kitchen Impossible von Vox. Von Vox, genau. Es geht um einen ja wirklich einen Kochwettstreit, den man so noch nicht gesehen hat, wirklich im Megaformat. Und ich meine, wir beide haben immer mal wieder unsere Competitions und so war es uns natürlich auch wichtig rauszufinden, wer ist eigentlich derjenige, der am besten kochen kann, ja, der den geilsten Shit kochen kann. Wie das genau aussah, wenn wir antreten zu einer eigentlich unmöglichen Mission, wenn wir uns gegenseitig in die weite Welt rausschicken, um die besten Rezepte für euch rauszusuchen, das sehen wir jetzt. Ich meine, ich bin wirklich lange, lange, lange leise und ich mache den ganzen Rotz auch mit und ich versuche auch wirklich zu performen, aber es gibt Grenzen. Gottverdammte Hund, Andreas, mal ohne Witz hier, wie soll ich denn da arbeiten? Ja, es ist ja nur ein Spiel, aber ich will den Pausen natürlich schon gnadenlos fertig machen. Bei Lynch und mir, da geht's wirklich um die komplette Vernichtung. Ich hasse den Lynch wirklich. Wir wollen uns vernichten. Wir wollen uns gegenseitig lächerlich machen. Wir gehen an die Grenzen, weißt du? Aber vor allem wollen wir eins. Gewinnen. Das ist halt wieder typisch Pausen. Ich denke, der kriegt mich dran mit dem Ding. Gegen Pausen antreten, das ist doch nicht euer Ernst. Den schafft doch mit links. So, Lars, dann wollen wir mal sehen, wer von uns beiden der bessere Koch ist. Wer der größere Idiot ist, das wissen wir ja. Bin mal gespannt, wer von uns wirklich den geileren Shit kocht. Das wollten wir herausfinden. Erstmal Prost. Yes. Und dafür habe ich dich auf eine ganz besondere Reise geschickt. Und zwar ging es für dich, ja, nach Jamaika. Ich habe mich wirklich sehr auf diese Reise gefreut. Ich meine, Jamaika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und ich wollte schon immer mal ans Mittelmeer. Ich meine, ich habe vorher noch nie Deutschland verlassen. Ja, um ehrlich zu sein, war ich bisher nur in Hamburg und in Sachsen. Ja, Jamaika, ne? Ja. Schönes Land, ne? War schön sonnig. Ich wollte da schon immer mal hin, ja. Schön entspannt, oder? Ja. Ja, und du hast ja wirklich alle Kosten und Mühen gespart, oder? Denn für mich ging es... Wohin? In meine Heimat. Nach Sachsen. Ja, ich war ja selbst noch nie in Sachsen. Hat ja so einiges, ne? Über Sachsen. Aber jetzt, wo ich hier bin, muss ich sagen, ist wirklich scheiße. Oh, nee, oder? Jetzt schon? Wir laufen doch normalerweise immer ein bisschen rum, ein bisschen das Gefühl für bekommen hier. Oh, komm schon, ey. Oh, was haben wir denn? Ah, da kommt ja schon meine Kiste, Mensch. Geil. Dann würde ich doch mal einen Cocktail bestellen. Was trinkt man denn hier so in Jamaika? In Cuba Libre, ja, gerne. Oh, danke. Dankeschön. Oh. Das ist gut. Ernsthaft? Ihr seid solche Wichser. Oh nee, ey, das ist doch... Ist das nicht sogar? Tatsächlich. Von Günni. Crystal Meth von Günni. Oh, ich hasse euch. Ja, hallo, ich bin der Günni.
Ich bin 37 Jahre alt und ich habe das erste 3-Sterne-Crystal-Meth-Labor in Sachsen. Aber dass du mich ausgerechnet zu Günni schickst, sag mal, du wirst mich ja wirklich leiden sehen, oder? Typ ist eine Koryphäe. Ja, aber Crystal Meth, ne? Boah, das habe ich schon... Ich glaube, ich habe das seit der Grundausbildung nicht mehr gekocht. Hatte ich ein bisschen gehofft. Aber nur das Beste für dich, ne? Ich glaube, der Erik Paulsen wird sich schwer tun, da wir bei uns in der Küche mit hochmodernen technischen Mitteln arbeiten und der Erik Paulsen eigentlich eher aus der klassischen Drogenküche kommt. Außerdem erzielen wir bei uns in der Küche einen Reinheitsgrad von 95%, auf die ich ja besonders auch stolz bin. Ey, fucking Andreas, ey. Ganz ohne Scheiß. Er weiß genau, dass Crystal nicht mein Ding ist. Ohne Witz, ey, ich kann mit diesem ganzen modernen Scheiß nichts anfangen. Ja gut, nutzt ja nichts, ne? Ich werde mein Bestes geben. Ihr Wichser, ey. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen in meinem Leben. Riecht nach gar nichts. Das ist Ecstasy? Ihr wisst auch nicht, ne? Boah, der Lars. Der denkt, der kriegt mich dran mit dem Ding. Was soll denn das sein? Was soll mir da... Ach Gott. Oh, hier liegt noch was, gar nicht gesehen. Crack. Crack. Und Crack. Guten Tag, ich bin Johnny. Ich bin vor 15 Jahren ausgewandert nach Jamaika und ich baue hier Marihuana an. Schön hier. Diese Idylle. Da kommt man schon mal ein bisschen ins Grübeln. In solchen Momenten denke ich oft an meinen Vater, der uns vor 15 Jahren verlassen hat. Frag mich oft, wo er jetzt wo sein mag. Gott, ey, du hast es aber wirklich so einfach gehabt jetzt im Nachhinein. Ich bin in der Küche völlig verzweifelt. Das sind Arbeitsumstände hier. Das soll aber Andreas zeigen, wie er in dieser Küche hier ansatzweise was zustande kriegt. Mal ganz ehrlich. Der schmeckt doch überhaupt nicht hier nach Mr. Leute, ja, das gefällt euch, ja? Kommt ja wieder durch. Aber dass ich hier meinen Crystal nicht rechtzeitig fertig kriege oder das irgend so eine verunreinigte Scheiße ist, das bedenkt ihr gerade nicht. Nee. Jetzt darf ich weiter. So. Mach. Hier liegt ein größeres Feuer als dieses dumme kleine Feuerzeug da. Die Temperatur wäre eh nicht so wichtig. Die Temperatur ist beim Kochen von Crystal Meth entscheidend. Farbe. Farbe? War Farbe wichtig? Nee, ich glaube nicht. Die Farbe ist für das Produkt eigentlich mit das Wichtigste. Naja, jetzt habe ich das hier eingepflanzt. Und die Sonne scheint da jetzt drauf. Und ja, das dauert jetzt halt. Man muss es einfach erstmal anpflanzen, dann lässt man da die Sonne drauf scheinen. Ja, und dann dauert es halt ein bisschen, ne? Sag mal, dieser Johnny, ne? Der sieht ja doch ähnlich. Jetzt, wo du sagst. Das hättet ihr gern, ne? Dass ich hier zerbreche. Das würdet ihr gern sehen, aber nein. Mich hat noch keine Crystal Meth kaputt gemacht. Und auch diese Scheißküche hier wird mich nicht fertig machen. Nee. Da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Ah.
habe mein Bestes gegeben. Ich denke, ich bin da relativ nah rangekommen an das eigentliche Produkt. Gut, ob das jetzt den anspruchsvollen Kunden reicht, weiß ich nicht. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. So, Andreas, hier sind die Punkte. Wollen wir doch mal sehen, oder? Mhm. Aha, schon mal eine 7. Du zählst mit, ja? 7. Oh, 3. 10. Eine 8. 38. 5. Mal 2. 75. Was machst du denn da? Was sind das denn für Zahlen? Also, ich bin komplett high. Gut, dass du sagst, bei mir ballert es auch ganz unter der Welt. Kitchen Impossible hier bei uns neu interpretiert. Eine neue Variation haben wir hier gezeigt. Und jetzt kommen wir auch zu einer neuen Variation. Und zwar sind wir sehr froh, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Es ist eine Folk Band aus Massachusetts namens The Celery Embargo, die aber auch hier so ein bisschen auf dem deutschen Markt so langsam Fuß fassen wollen und sich dafür auch extra einen Ghostwriter engagiert haben, und der hat ihnen die Texte dann so ein bisschen formuliert, und deswegen sind wir sehr gespannt darauf und auch sehr stolz darauf, dass wir The Celery Embargo jetzt begrüßen dürfen. Bitteschön. Meinen Gucci-Pulli, Bitch, gekauft vom Geld, das ich für Batzen krieg. Meine Crew macht Para und zerfickt gegen Rucksack-Rapper Ingo, den sie sieht. Ich schieße in den Kopf, dann rauch ich Sweet. Shisha-Bar mit deiner Freundin an mein Glied. Hurensohn, du Ingo, du willst keinen Miet. Mit der Kugel, du lass mich sauber ziehen. Mein Schwanz ist härter als Beton. Sperre Regen für die Fotzen, alle sind willkommen. Masse Phase, Bizeps eisenhart. Die Kalasch geht ratatatatat. Dein Lauf sieht aus wie Hackfleisch nach dem Fick. Ich hab deine Familie ausgelöscht. Deine tote Mutter, sie sehnt sich nach dem Dick. Und meine Fäden glänzen super frisch. Mein Goldring hat 1000 Karat. 1000 Karat. Schlag dich tot und klau dir deinen Zahn. Mit einer Zange. Die Bratans hasseln jeden Tag. Ah, ah, ah. Du wirst gekillt und dann vergraben. Ich flex mit meinen Homies, Hurensohn. Gewalt ist keine Lösung, aber schon. Ich bin die Keks am Killen dran, Homies mit der Gun. Ein Bitch-Ruf und dann rapapapapam. Ich flex mit meinen Homies, Huren so, oh, oh, oh. Gewalt ist keine Lösung, aber schon, oh, oh, oh. Ich bin die Keks am Killen dran, Homies mit der Gun. Ein Bitch-Ruf und dann rapapapapam. Das waren Sarah und Sandro hier von der fantastischen Band The Celery Embargo, auch natürlich auf dieser wunderbaren CD zu hören. Ich sehe keinen Grund, warum man da mit solchen Texten nicht ein Echo abräumen könnte, oder? Sollte nicht das Problem sein. Aber wir haben uns natürlich auch noch etwas überlegt für diese Staffel, weil wir gesagt haben, wir müssen wieder rauskommen, wir müssen nah dran sein an den Leuten, spüren, riechen unsere Fans. Na gut, vielleicht nur spüren. Ja, vielleicht auch gar nicht spüren und riechen. Aber wir wollen zu euch, und ihr habt jetzt die Möglichkeit, uns zu mieten für alles Mögliche. Ihr wollt eurer Freundin einen Heiratsantrag machen. Warum nicht Lars und Andreas schicken? Ihr wollt den Umzug planen und kriegt diese Waschmaschine nicht runter. Ruft doch hauptsächlich Lars an für diese Sache. Also im Prinzip, was immer euer Problem ist, wo immer ihr Hilfe braucht, ihr könnt uns anrufen und uns eine E-Mail schreiben unter folgender E-Mail-Adresse:
Wir haben uns da wirklich einen richtig geilen Witz überlegt. Mieten, kaufen, Bohnen at rocketbeans.tv. Schreibt euer Anliegen, schreibt uns, was ihr mit uns machen wollt, wo wir hinkommen sollen, was wir für euch tun können. Ich sag mal so, wir nehmen keine Haftung für irgendwas, was kaputt geht. Ne? Das müsstet ihr noch mal kurz unterschreiben. Aber ansonsten stehen wir für alles zur Verfügung. Wir freuen uns drauf. Und jetzt freuen wir uns auf einen nächsten Act. Und zwar, die Wundertütenfabrik kann ja einiges. Aber am besten können sie Witze erzählen. Und ich glaube, wir haben heute einen ganz besonderen Witz hier heute vorbereitet bekommen. Und deswegen sage ich doch einfach mal, lieber Lieder, Friedrich, bitteschön. Ja, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein. Ich finde, ihr macht das schon ganz gut. Die meisten von euch kennen mich als Moderator von Reiselust, aber vielleicht weiß der ein oder andere auch, dass ich so ein bisschen ein Steckenpferd habe für Stand-Up. Und deswegen erzähle ich euch jetzt mal einen Witz. Und zwar einer meiner Lieblingswitze, wenn nicht sogar vielleicht mein absoluter Lieblingswitz. Der hat mich so nachhaltig geprägt, dass ich sogar mich erinnern kann an den Moment, an dem ich tatsächlich zum ersten Mal diesen Witz gehört habe. Das war auf dem 70. Geburtstag meiner Oma, das war 99 und ich weiß es immer noch, da war diese Tafel und mein Großonkel Alois steht auf und erzählt diesen Witz. Und das war sogar noch länger her, der 70. Ich dachte gerade 75. Der 70. Geburtstag meiner Oma sogar war das. Genau, der Witz, der geht so. Ein Rabbi, ein Mexikaner und ein Schwede sitzen in der Bar. Und ich glaube, wir müssen dann weitermachen, oder? Ja, lass ihn doch mal weiter. Naja, auf jeden Fall sitzen sie so in der Bar und jetzt muss ich kurz überlegen, nicht, dass ich ihn versemmel, weil der ist sehr gut. Ein Rabbi, es ist kein Schwede, es ist ein englischer Priester, hier der mit so einem weißen Ding so am Kragen so. Ein Rabbi, ein Mexikaner und ein englischer Priester sitzen in der Bar. Der Rabbi sitzt in der Bar und der Mexikaner und der englische Priester kommen dazu und setzen sich hin. So, sitzen da. Was ich vergessen habe, ist in New York, diese Bar. Das wird spät. Auf jeden Fall, der Rabbi sitzt dann da und der Mexikaner und der englische Priester kommen rein und setzen sich dazu. Der Barkeeper, der ist gerade nicht da, als es Mittwoch und der ist halt was hat eine neue Lieferung bekommen und muss den Keller einräumen. Auf jeden Fall ist er nicht da. Dann sitzt also der Rabbi sitzt dann da und der Mexikaner und der englische Priester sitzen da ohne Getränk in New York in der Bar mittwochs. So, dann sagt der Rabbi, oi, ich erzähl euch mal einen Witz. Okay, ja. Nee, ich glaube, das wird doch nichts, oder? Sonst würden wir jetzt würden wir ganz kurz in die Werbung gehen. Vielleicht kommt es später. Nee, sonst. Vielleicht ein andermal. Wir gehen jetzt ganz kurz in die Werbung. Gleich gibt es noch korrekte Aussprache. Das große Highlight hier auf dem Sender bei Rocket Beans TV. Ihr schreibt schön in die Kommentare, was euch so einfällt. Ihr liked dieses Video und dann sehen wir uns gleich nach der Werbung wieder. Hashtag Bällebad. Bis gleich. Stella, bist du wirklich noch traurig? Nur weil du kein Stand-up kannst? Nur weil du kein Stand-up kannst? Nur weil du kein Stand-up kannst? Bist du wirklich noch traurig? Weil du kein Stand-up kannst? Weil du hast denn keinen
wieder da, scheißegal. Das Wichtige ist die Hausband. Tipp es in den Chat. Scheiß auf Andreas. Scheiß auf Ross. Das Wichtigste ist Felix. Namens neuer deutsche Schelle, Hannes und Felix. Wunderbar, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur neuen deutschen Abendunterhaltung. Hashtag Bällebad ist nach wie vor euer Hashtag, mit dem ihr hier ins Studio könnt. Wir müssen es uns ein bisschen beeilen. Ja. Wir kommen jetzt zu einer Sache, auf die ich mich besonders freue. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich Tränen gelacht. Absolut, in der ich Redaktion. Ich habe nie so lachen gesehen. Ja, wirklich. Ohne Scheiß. Ja, musste sehr, sehr, sehr stark lachen. Und zwar kennt ihr diese Videos, wo manchmal weiß man nicht, wie irgendwas ausgesprochen wird. Und ich bin sehr froh, auf YouTube dann manchmal auf Videos zu stoßen, wo einem das erklärt wird, wie das ausgesprochen wird. Und auch hier im Rocket Beans Kosmos gibt es ja einige Wörter. Ne, ganz die viele Insider-Namen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles aussprechen soll. Du hast keine Ahnung? Nee. Dann habe ich da die richtige Lösung für dich. Und zwar sehen wir jetzt Charlotte mit dem korrekten Ausspracheteil. Bitteschön. Rocher Benz. Nischen stehen. Ethnien Gerda. Denial Body Man. Samen Krishna. Neisel Bumskopf. Chad. Kaba. Schwüz. Blablabad. Fabrizio Obdenhövel. Ratekette Brose. Wampe. Gerundium Reader. Speer Dundale. Verflitsch de Glitch. Baba Inge. Vielen Dank, Charlotte. Vielen Dank, Charlotte. Und auch vielen Dank nochmal an diese fantastischen Einspieler hier von der Wundertütenfabrik. Ja, eigentlich hätten wir auch 100 Begriffe machen können. Ja, tatsächlich. Wirklich. Können wir das den ganzen Abend anhören. Ihr könnt das auch nochmal nachhören. Bald, würde ich sagen. Denn bald wird dieses Rocket Beans Spezial auf dem Kanal von Wundertütenfabrik hochgeladen. Ihr merkt schon, Kooperationes. Also abonniert auch deren Kanal. Andreas, wir hatten noch mal eine Kleinigkeit, ja? Das mit dem Ding kriegen sie dich immer, ne? Also wirklich, ja, ich weiß auch nicht. Diese korrekte Aussprache-Videos, wirklich das, was Lars triggert, wie nichts anderes. Aber wir haben eine geile erste Sendung gehabt. Wir haben gesehen, unsere Kochkünste im Drogenkochen getestet. Wir hatten das Distfest mit Benny und Dennis von den Twins. Grüße nochmal an die beiden. Wir haben schon... Wir haben euch aufgerufen, mieten, kaufen, bohnen at rocketbeans.tv ist die Adresse, wenn ihr mich oder Lars, mich, zu Hause haben wollt bei euch. Das ist die Möglichkeit, all eure Aufgaben abzutreten an uns. Ich wusste nicht, dass wir uns trennen. Ich gehe doch dann irgendwo alleine hin. Naja, ich sag mal so. Also man bucht uns beide am Ende, macht Fabian Krane die harte Arbeit. Ne? Ja, wir tragen halt die Bilder und wenn es dann wirklich darum geht, die Waschmaschine runterzukriegen, dann gehen wir halt ab, würde ich sagen, oder? Ein paar kleine Schnittbilder tragen wir bei zu der Sache. Ja. Also nochmal mieten, kaufen, bohnen at rocketbeans.tv.
V, da möchten wir ganz gerne, dass ihr uns schreibt. Das Hashtag Bällebad, hat sich das bisher bewährt, Andreas? Es gibt sehr viele Tweets Bällebad. Ich kann die jetzt nicht zählen, weil das zu lange dauern würde und ich nur zwei Hände habe. Aber es geht richtig steil, es hat sich etabliert. Man kann hier wirklich davon sprechen, dass wir das Hashtag-Game nochmal revolutioniert haben. Kannst du nicht irgendeinen vorlesen jetzt wenigstens? Wenn wir ihn schon nicht einblenden, dann kannst du wenigstens schon vorlesen. Schon alleine wegen korrekter Aussprache hat sich das Einschalten gelohnt. Ich kann nicht mehr. Und dann kommt so ein Tränenlach-Smiley, dann kommt noch so ein Tränenlach-Smiley und noch so ein Tränenlach-Smiley. Das suggeriert, dass was Lustiges ist. Und dann Hashtag Bällebad, um halt den Hashtag zu sagen. Ja. Außerdem ist Blablablad die nächste Sendung das Hashtag, fragen die Leute. Ich muss mir diese ganzen Aussprachen echt einprägen und dann die Begriffe immer so aussprechen. Ja, Neiselbumskopf. Ist der Chat eigentlich auch da, ganz kurz? Du hast ein bisschen die Gefahr gesehen, auf den Chat zu gucken, aber ich glaube, guck dir mal an. Schau dir mal an, wie die Leute lachen. Ach, das ist wieder nicht aktuell. Naja, gut. Hängt er eben wieder so. Aber wir brauchen auch gar nicht mehr lange Zeit überbrücken, denn jetzt kommt hier das musikalische Highlight, möchte ich betonen, dieses Abends. Prada Meinhof wird hier performen. Ich freue mich ganz besonders. Ich glaube, alle sind bereit. Alle, bei allen prickeln schon die Finger für diesen Song. Prada Meinhof mit dem Song Schluss. Viel Spaß! Na, herzlichen Dank. Dann wollen wir mal. Den ganzen Clowns und dem Szenario. Schluss mit sich im Kreis, wie Kart war mit Mario. Schluss mit Druck, was zu erfüllen. Ich ziehe durch mein Barrio. Und wenn ein Schluss ist, ihr Pech, ihr war so. Schluss mit Briefe vom Finanzamt nicht mehr aufmachen. Schluss mit alten Schlippis und Strumpfhosen mit Laufmaschen. Es reichen auch die Tränen, Mann, ich muss mal auf mich aufpassen. Auf mein Rauchfall. Das Geld in meinen Bauchtaschen. Vergangenheit auf Insta löschen, Bildersuche aufgedeckt. Ach du Scheiße, wie sahen wir denn damals aus, oder? Nicht für Fehler schämen. Ich bin nicht perfekt. Bin ich nicht, echt nicht. Sagen, wenn man jemanden liebt und hoffen, er sieht's ähnlich, ey. Und bei mir zu Hause in meiner Wohnung lass die Schuhe an. Jetzt mal im Ernst, weil saugen werde ich eh nicht. Schluss mit Briefe vom Finanzamt nicht mehr aufmachen. Schluss mit alten Schlüppis und Schlumpfhosen mit Laufmaschen. Es reichen auch die Tränen, Mann, ich muss mal auf mich aufpassen. Auf mein Trinkverhalten und das Geld in meinen Bauchtaschen. Schluss mit dem sich klein machen. Um euch zu imponieren, wenn ich dir weiter zuhören muss, dann stehen wir noch im Winter hier. Ein gutes Gefühl, wenn's brennt, es ist das Beste. Ich hab meine Freunde, meine Stimme und ich hab noch Pizzareste. Und geilerweise hab ich Wayne und Garth.
Prada Meinhof mit einer pinken Schallplatte. Hallo, geil. Müsst ihr euch definitiv kaufen, das Debütalbum. Viel Spaß dabei. Und wir hatten heute richtig viel Spaß, Andreas, ne? Ja, auf jeden Fall. Man kann euch, glaube ich, auch in Berlin morgen sehen, ne? Also wer von euren, von unseren Zuschauern in Berlin ist, der kann da morgen mal vorbeischauen. Das ist sehr nah an Sachsen. Was für Nachbarn, ja. Volksbühne Berlin, wer da noch Karten sich sichern will, sollte jetzt schnell googeln. Vielen Dank nochmal an die Twins. Vielen Dank nochmal an Wundertütenfabrik. Natürlich an Prada Meinhof und an dich, Andreas. Jetzt gibt's erstmal Pocket Beans. Wir sind nächste Woche wieder hier live am Start mit dem Hashtag Bällebad. Geil. Bis dann. Ciao. Ciao.